Gesunder Egoismus bedeutet eigentlich nicht mehr oder weniger als ich kümmere mich um mich. Ich sorge gut für mich, ich bin mir meiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse bewusst und ich schaue, was ich brauche. Im Gegensatz zum gesunden Egoismus gibt es auch den ungesunden Egoismus. Das bedeutet, ich nehme andere oder ich nutze andere aus, um mir meinen eigenen Vorteil daraus zu verschaffen. Oder ich zwänge anderen meinen eigenen Willen auf. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt ja diesen einen berühmten Tanzfilm, wo man sagt, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ja, also im Grunde, wenn jemand in deinen Tanzbereich reinkommt, dann spürst du schon, okay, also hier geht es jetzt darum, dass jemand etwas von mir will, was ich für ihn erfüllen soll. Und in den Tanzbereich reinkommen bedeutet eigentlich nur, er lässt mir wenig Raum für die eigene Entscheidung. Da ist Druck dahinter. Ja, das heißt also, da findet eine Übergriffigkeit statt. Und die fühlt sich natürlich erstmal nicht gut an. Oft ist es ja verbunden mit einem Druck, mit einem Erwartungsdruck, auch mit einer, im schlimmsten Fall auch emotionale Erpressung. Und das kann schon sehr anstrengend und sehr schwierig sein. Wobei jemand, der den gesunden Egoismus hat und auf meine Bitte oder mein Bedürfnis antwortet, sodass es ihm selbst gut gehen kann, der kommt nicht in meinen Tanzbereich rein. Ich komme aber auch nicht in seinen rein. Zu wenig gesunden Egoismus habe ich dann, wenn ich nicht nach mir schaue. Also wenn ich spüre, okay, mir geht's nicht gut, wenn ich im Grunde meine eigenen Grenzen gar nicht kenne. Das heißt einfach, ich bin in nicht so gutem Kontakt mit mir selbst. Da darf ich etwas verändern. Ja, das heißt also, irgendwo gehen mir meine Energien auch verloren, weil ich mich mehr nach den anderen richte, weil ich mich dem anderen mehr widme und mich und ja, meine Wünsche und Bedürfnisse hinten anstelle. Man kann den gesunden Egoismus ganz gut ins eigene Leben bringen, indem man ausspricht, was man für Wünsche und Bedürfnisse hat. Der erste Schritt ist natürlich erstmal, dass man sie sich bewusst macht und dann schaut, wie reagiert mein Umfeld darauf. Im Normalfall ist es ja ein Geben und ein Nehmen, das ist etwas ganz Realistisches. Es gibt natürlich auch Menschen mit dem ungesunden Egoismus, die sagen, also im Grunde, wenn man es jetzt verbalisieren würde, ist es mir eigentlich völlig egal, was du willst, weil ich weiß so genau, was ich will und entweder das passt mit deinen Wünschen und Bedürfnissen oder eben nicht. Ja, also erstmal, wenn man es gewohnt ist und auch sein Umfeld so weit konditioniert hat, dass man sich am liebsten erstmal hinten anstellt und schön schaut, dass es allen anderen gut geht und man möchte etwas verändern, darf man sich erstmal bewusst machen, dass das Umfeld erstmal verwundert reagieren wird. Na, so können wir dich doch gar nicht. Mensch, also wir durften doch immer entscheiden. Na, also das ist auch erstmal vielleicht eine Rückmeldung, die sich jetzt nicht unbedingt so akzeptierend anfühlt, die aus einer Verwunderung heraus geschieht. Aber das ist nicht schlimm. Das bedeutet einfach nur, okay, das Umfeld darf sich jetzt umgewöhnen. Ich sage jetzt auch, was ich möchte. Ja, das hat nichts mit einer Ablehnung zu tun. Und selbst wenn es eine Ablehnung gibt, darf es trotzdem okay sein. Ja, dann wird es vielleicht erstmal einen verwirrten Blick geben, beim zweiten Mal auch noch und beim dritten Mal, dann ist das schon bekannt. Okay, jetzt habe ich verstanden, dass ich das auch brauche. Ja, und das sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ist etwas sehr, sehr Gesundes. Das heißt nicht, dass man rücksichtslos ist. Es bedeutet einfach nur, ich versuche herauszufinden, was ich im Leben brauche, dass es mir gut geht. Ja, und dann kann man sich ruhig mal so eine, wenn man sagt, okay, ich habe das Gefühl, meine ganzen Energien fließen mir irgendwie weg und da ist am Ende des Tages nur noch so wenig für mich da. Rück mal so eine Energietorte aufzeichnen und mal schauen, was ist das denn dann alles an einem Tag zum Beispiel, was mir bewusst ist, ja, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Also sich das letzte Stück Torte bei der Familienfeier zu nehmen, das ist sicherlich für alle ein großer Wunsch. Und der es hat, der hat es dann. Ja, also letztlich ist es ja nichts Schlimmes, aber natürlich hat man immer noch sein Gefühl von, okay, wir sind ja ein soziales Gefüge hier und jeder nimmt auch Rücksicht auf den anderen. Also in dem Fall, denke ich, ist es auch ganz realistisch, dass man erstmal fragt, möchte das noch jemand? Na, dann stellt man sich nicht hinten an, aber wahrscheinlich werden die anderen sagen, das ist okay.
Ja, aber grundsätzlich, ne, den anderen immer die Kirsche auf der Torte zu überlassen, das ist natürlich, ja, das macht ja auch irgendwann traurig, ne? Und das macht auch unzufrieden. Von daher darfst du einmal die Kirsche haben und einmal darf ich sie haben. Das wäre realistisch. Es ist auch recht sinnvoll, sich selbst wichtig zu nehmen. Na, das bedeutet ja nicht, es ist mir egal, was es mit dir macht, sondern es bedeutet einfach, ich zeige auf, was mir wichtig ist.